bin zwar immer noch nicht gesund, oder wie man es auch an meiner Stimme hören kann, mir geht es eigentlich ziemlich beschissen. Meine Stimme liegt im Zimmer circa noch bei 10%, die ich sonst habe. Aber ich wollte jetzt nicht mehr zu Hause rumhängen und mir war auch langweilig. Und ich dachte mir, gut, machst du mal ein Video über ein Messer, das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr. Das ist Bear Grylls Ultimate Survival Knife, allerdings das ohne Serrations. Das mit den Serrations habe ich an meinen Sohn verschenkt, das fand der cool. Das hier hat mich 35 Euro gekostet. Und das mit den Serrations habe ich damals, muss ich zu gestehen, gar nichts für bezahlt. Weil ich das als Produkttester getestet habe und ich habe das erste, was ich bemerkt habe, waren Serrations. So. Um es zu zeigen, das wird aber wahrscheinlich jeder kennen, ist diese Scheide aus Nylon oder Cordura, keine Ahnung genau, mit dieser sehr gut durchdachten Möglichkeit, das besser zu befestigen, weil das fällt nicht mehr raus. Ne? Man nimmt das Messer raus und man sieht, es hat keine Serrations. Hier oben hat es eine Einlassung für den Zündstahl. Wie man sehen kann, ich habe es schon reichlich benutzt. Den Zündstahl habe ich unten. Normalerweise befindet sich hier im Originalzustand diese kleine Pfeife. Ich teste die mal. Achtung. Nicht sonderlich laut. Mein Husten ist lauter. Hier unten befindet sich der Feuerstahl. Ich zeig das mal. So ein bisschen was wegmachen von dem, wie man sehen kann. Wenn man hier einmal drüber gefahren ist, das oxidiert sehr schnell. Ich zeig mal, wie das. Also der Zündstahl macht einen ziemlich guten Eindruck, ist zwar relativ klein, aber ich denke mal, wenn man ein bisschen begabt ist, lässt sich das wieder nachbasteln. Bekannt ist, ich habe das jetzt hier mal festgemacht, und das ist kein Fallschirmseil oder Paracord, wie es jeder gute Deutsche gerne mittlerweile sagt. Das sind alte Schnürsenkel. Das ist nur damit, falls ich das am Gürtel festmache, dass ich das hier rum befestigen kann, weil ich mag das nicht so, wenn diese Sachen so hin und her wackeln. So bekannt ist, dass die ältere Version von diesen Bear Grylls Ultimates Messerschärfer, ich hoffe, man kann es hören, ist also noch fast unbenutzt. Die neueren haben ja hier so einen, ja, praktisch wie so ein Küchenhelfer von Tupper, wo man das so durchziehen kann. Weiß ich nicht, ob das besser oder schlechter ist. Also ich kam mit dem hier ganz gut klar. Das Messer kam auch sehr scharf. Out of the box, wie man auf gut Deutsch sagt. Und wenn man sich mit dem Messerschärfen auskennt, dann kommt man hiermit eigentlich auch ganz gut klar. Man weiß, diese Diamantbeschichtung, die wird mit der Zeit etwas weicher. Das heißt, das ist nicht mehr so grobkörnig von der Oberfläche her und damit erzeugt man keine Mikro-Serrations mehr, wie man das neuerdings in den Foren so nennt, sondern dann wird das besser wirklich gut geschärft. So, der Nachteil ist, wie man sieht, das Orangene kommt hier dagegen und dieser Teil wird nicht geschärft. Da muss man sich dann irgendwie was einfallen lassen, wie man das anschließend behebt. Zum Beispiel so oder ach, keine Ahnung, das ist ziemlich undurchdacht gemacht, dass man das hier so schärft. Ja. Weil gerade hier, sag mal so, diese Hälfte von dem, das ist für die feineren Arbeiten meistens vom Messer benutzt, ja, oder mit dem Messer benutzt. Aber ansonsten, man könnte es auch benutzen, um
zum Beispiel die Stelle etwas blanker abzuziehen, womit man den, den Zündstall abzieht. Ja. Auf diesen Survival Guide, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Ich denke, da sind wir Bushcrafter oder die wir schon ein bisschen länger uns damit beschäftigen, uns einig. Das gehört einfach, das ist das ABC. Und wer das nicht drauf hat, der sollte sich das Messer erst dann kaufen, wenn er das weiß, was da drin steht. Aber ich stoße wieder zurück. Das gehört halt dazu. Was ich jetzt gemacht habe, war dazu, man hatte die Möglichkeit, das an einem Gürtel quer zu befestigen. Also so, dass man das, muss ich zu sagen, was ist denn das für ein Gürtel, wo das reinpasst? Das muss wohl ja, ein Damengürtel sein oder so. Dadurch, dass das diese Gürtel Einfassung hier ist, wird das hier auch nicht sonderlich breiter. Ich würde dazu neigen, dann zu sagen, ich mach das hier mal zu. Mach das hier mal notdürftig fest, damit ihr nicht so lange warten müsst. Andersrum. Das ist typisch. Da ich nicht so gerne Gürtel trage, daher auch keine Möglichkeit habe, das zu befestigen, habe ich da einen kleinen Karabinerhaken dran gemacht und befestige das dann praktisch ja. Die sehe durch die Jacke die Gürtelschlaufe durch. So, das hält auch. Man kann es aber auch hier dran festmachen, hier, in dem Bereich. So, und das hält eben auch. Und ich würde sagen, wenn jemand sagt, das geht ja, da geht ja die Gürtelschlaufe so schnell von kaputt, das ist genauso ein Kokolores, wie die Leute sagen, das sind von dem Mora 510 Black, Mora Classic 1, 2 und wie sie alle heißen, die diese dünnen Plastik ja, Einlassung für den Gürtel haben. Das geht genauso wenig oder genauso schnell kaputt. Da muss man das halt reparieren und dann ist es wieder gut. Also ich habe meine Messer selten am Gürtel. Ich habe die eigentlich auch ganz ungern irgendwie direkt am Mann. Ja. Also ich nehme es wieder raus. Jetzt kommen wir zum Praxistest. Also wie gesagt, das ist hier allein schon durch diese Halterung fällt es nicht raus. Und zumal es dann ja hier oben nochmal befestigt ist. Also, dass du das Messer verlierst, ist so gut wie unmöglich. Ich nehme es raus. Die genauen Spezifikationen müsst ihr leider aus dem Internet nehmen. Die kenne ich nicht, weil sie mich auch nicht wirklich interessiert haben. Das Messer ist auf jeden Fall schon mal sehr dick. Und es kam wirklich sehr scharf. Original verpackt daher. Es hat diese sehr griffige Gummierung. Ich weiß nicht, das war irgendwas mit Tech, keine Ahnung. Das hier ist Plastik, genauso wie das hier Plastik ist. Und das Messer ist kein Full Tang, sondern das geht nur bis hierhin. Dann haben sie hier ein bisschen, circa einen Finger breit freigelassen, um dann anschließend diesen Hammerkopf oder wie das auf Englisch oder Denglisch heißt, den Pommel, haben sie freigelassen.
wo man sagen könnte, ach, das ist ja doof, dann man hat da Platz und so und das geht kaputt. Sind wir uns bitte einig drüber. Dieser Hammerkopf oder Pommel, der ist nicht dafür gedacht, dass man damit 10 Zollnägel durch Dachsparren jagt, um sich damit ein Haus zu bauen. Es ist dafür gedacht, um Nüsse aufzumachen oder eine Muschel zu knacken, eine Schnecke zu knacken. Wobei eigentlich dafür auch ein normaler Stein reichen würde. Aber damit baut man kein Haus, damit schlägt man auch keine Metalltüren ein. Wer damit wie ein Depp auf den Stein kloppt, auf Metall, auf was auch immer, dem sollte man die Berechtigung entziehen, so ein Messer zu kaufen oder überhaupt sich mit scharfen Sachen zu beschäftigen. Bitte, tut das nicht. So, und dann kommen wir zu einer Sache, die ich ungern mache, das ist das Betoning. Ich finde, das gehört sich nicht, mit einem Messer zu betonen. Dafür gibt es eine Axt oder eine Parang, eine Machete. Dafür ist ein Messer nicht gedacht. So, jetzt ist das aber ein sogenanntes Survival-Messer. Denn den Namen muss dieses Baby haben. Dann wollen wir mit betonen. Ich mache das mit dem Messer, weil ich weiß, da wird nichts passieren. Denn dieses Messer ist wirklich gut. Ich komme mal zurück zu diesem Griff. Ich habe dieses Messer schon in der Hand gehabt, mit klammen Fingern, mit nassen Fingern, mit feuchten Fingern im Sommer. Es ist mir nicht aus der Hand gerutscht. Das Messer liegt so richtig gut in der Hand. Und wer sich mit Gerber-Produkten auskennt, das ist nichts anderes als ein LMF2 oder Infantry, nur mit einem anderen Griff. Und jetzt glücklicherweise auch ohne Serrations. Jetzt gehen wir zum Beton. Und jetzt machen wir den Pommel, den Garaus. Thank you.
So, wie man sehen kann, ist in dem Messer nichts dran. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was anderes mit dem Messer anfangen können. Gehen wir hier rüber. So, also im Prinzip ist dieses Messer nicht besser und nicht schlechter als jedes andere in diesem Preissegment. Im Prinzip ist es höherwertig anzusetzen und ich würde sagen, es ist kein reines Survival-Messer, es ist auch kein richtiges Bushcraft-Messer, ich würde es dazwischen ansiedeln und trotzdem ist das für diesen Preis ein ziemlich gutes Messer. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare, Bewertungen, Subscriber sind gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.